In diesem Video beschäftigen wir uns mit Abbildungsverzeichnissen. Die fügt man für gewöhnlich auch bei wissenschaftlichen Arbeiten am Ende der Arbeit ein. Und dieses Verzeichnis gibt einfach nochmal eine Auflistung, welche Bilder, welche Abbildungen hat man verwendet, wie heißen die und auf welchen Seiten kommen sie vor. Dazu habe ich jetzt bereits hier in unseren Kartoffelpüree-Text zwei Abbildungen eingefügt. Und damit zum Schluss ein Abbildungsverzeichnis generiert werden kann, ist eines wichtig, und zwar, dass ich eine Beschriftung hinzufüge. Und zwar nicht quasi händisch, also wenn hier reinklicken und hier selbst Abbildung 1 Kartoffeln hinschreiben, dann könnte ich nämlich kein Verzeichnis generieren automatisch, sondern ich muss auf das Bild eine rechte Maustaste machen, hier den Punkt Beschriftung einfügen, auswählen. Er schreibt mir automatisch hin Abbildung 1. Ich brauche nur einen Doppelpunkt machen. Schreibe hin Kartoffeln. Da ist bereits alles richtig eingestellt. Also Bezeichnung Abbildung passt. Und die Position ist unter dem Element, weil Abbildungen für gewöhnlich, so ist die Norm, unter der Abbildung beschriftet werden. Klicke auf OK. Und damit ist die Beschriftung hier. Ich kann die natürlich beliebig umformatieren, größer machen, kleiner machen, Farbe ändern auf Schwarz und so weiter. Und ich kann auch jetzt Bild und Beschriftung markieren und zum Beispiel zentrieren in der Mitte der Seite. Ebenfalls mache ich das bei diesem Bild, also rechte Maustaste, Beschriftung einfügen. Er macht automatisch Abbildung 2 draus. Doppelpunkt, da schreibe ich jetzt hin Kartoffelpüree. Klicke auf OK. Mache das ebenfalls schwarz und zentriere es ebenfalls. So, jetzt habe ich mal die Abbildung beschriftet und jetzt hätte ich gern mein Abbildungsverzeichnis. Das mache ich jetzt da am besten einfach auf einer neuen Seite. Ich könnte jetzt auch dazu einen Seitenumbruch einfügen. Und füge jetzt hier mein Abbildungsverzeichnis ein. Das geht über Referenzen, da, wo man auch Inhaltsverzeichnisse erstellt und Literaturverzeichnisse erstellt, kann ich hier ein Abbildungsverzeichnis erstellen. Da klicke ich drauf. Wichtig ist, dass man hier aufpassen muss, ob die richtige Beschriftung ausgewählt ist, vor allem wenn man Tabellenverzeichnis und Abbildungsverzeichnis drin hat. Wenn hier Abbildung steht und man möchte ein Abbildungsverzeichnis machen, hat man schon gewonnen. Man kann ansonsten hier die Beschriftung wechseln, dann würde er Tabellen machen, aber das hätte jetzt keinen Sinn, weil wir haben ja keine Tabelle drin. Also bleiben wir bei Abbildung. Ich klicke auf OK und habe jetzt hier ein fertiges Abbildungsverzeichnis.